Wir besuchen den Garten von Familie Neudecker in Großbettenrhein. Ein großer Garten. Der überwiegende Teil wird bestimmt von einem Obstgarten mit altem Bestand. Das alles war schon da, bevor die Familie ihr Haus baute. Auch ein riesiger Walnussbaum ragt auf. Die Rasenfläche bietet Kindern viel Platz zum Spielen. Jetzt sind sie allerdings aus diesem Alter schon raus. Jutta Neudecker hat ihre eigene Vorstellung, wofür ihr Garten da sein soll. Ein Garten muss Freude machen, muss einen gefreien auch zum Pflegen. Ein Garten ist eben ein Ort, wo man Kraft holen kann, wo man genießen kann, die Schönheit der Natur genießen kann. Der große Nussbaum eignet sich prima, um eine Schwingschaukel daran zu befestigen. Es gibt einige Plätzchen zum Entspannen, sei es die Liege oder die Bank am Haus unter den Rosen. Gleich neben der Terrasse lassen sich leckere Beeren pflücken. Und der Bauerngarten bietet, wie sich's gehört, eine Mischung aus Augenschmaus und Nahrungsgrundlage. Alles ist langsam entstanden und kaum etwas ist geplant. Nicht wenige Pflanzen haben ihre eigene Geschichte, so wie die Bauernrosen. Die habe ich von einer Freundin gekriegt, die war Pfarrersköchin in Kirchberg. Und die breiten sich in meinem Garten weiter, die lebt in meinem Garten weiter, die ist auch verstorben, die Freundin. Und die hat mir eben, ich glaube, 5 verschiedene Bauernrosen gegeben, die wachsen in dem. Und auch von meiner Schwiegermama, die hat ihre Mutter, also meine die Oma, die hat mir einen Buchs geschenkt und von jedem kriege ich so ein bisschen was. Und das ist so eine Mischung. Die ganzen Pflanzen haben ein bisschen Geschichte dazu und die sprechen dann auch. Gerne war Jutta Neudecker bereit, beim Tag der offenen Gartentür mitzumachen. Ihr war nur wichtig, dass ihr Garten genauso bleiben darf, wie er ist. Hier soll das wachsen, was sich wohlfühlt. Erzwingen will sie nichts. Zum Beispiel einen Rittersporn wollte ich unbedingt haben, aber den hat man Schnecken 5 Jahre aufgefressen und 5 Jahre hat es probiert. Und jetzt wächst die Akelei zum Beispiel und die freut mich, weil das so vielfältig ist und so bunt und nicht viel Pflege braucht auch und trotzdem so blühfreudig ist. In der Stadt leben, womöglich gartenlos, schwer vorstellbar. Also wenn ich den Garten nicht mehr hätte, dann war das Landleben nicht komplett. Landleben verbinde ich mit dem Garten. Und Garten ist für mich einfach ein Ort der Erholung, der Entspannung, der Freude, des Genießens auch von den schönen Pflanzen, von der Vielfalt. An mangelnder Vielfalt leidet der Garten der Familie Neudecker bestimmt nicht. Und morgen stellen wir Ihnen einen weiteren Garten aus Gröning vor. Der präsentiert sich wie aus dem Ei gepellt, aber bestimmt nicht steril. Auch dieser Garten ist ein Garten für die Familie.